Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und das heutige Video ist ein Tabuthema, aber ich finde, man sollte darüber sprechen. Wir sollten darüber sprechen. Und zwar geht das Video heute um die Vorbereitungen, wenn man Geschlechtsverkehr durchs Hintertürchen haben möchte. Vorweg möchte ich noch ganz, ganz stark betonen, dass dieser Kanal ein Aufklärungskanal ist. Und ich bespreche mit euch diese Themen, um den einen oder anderen damit zu helfen. Und nur weil ich so einen Kanal betreibe, heißt das nicht, ja, dass ich bei jedem Video aus Erfahrung spreche. Und ich will hier auch stark betonen, dass ich meine Themen sehr gut recherchiere. Und ja, ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. Punkt 1 bei diesem Thema ist, jeder hat ein anderes Lustempfinden. Und gerade an die Frauen da draußen, wenn ihr darauf keine Lust habt, dann habt ihr darauf keine Lust. Ne? Kommuniziert das mit eurem Partner. Ich meine, man kann Dinge ausprobieren, aber wenn es euch nicht taugt, muss das der Partner akzeptieren und dann ist das Hintertürchen einfach tabu. Falls ihr euch entschließt, das zu machen, dann kann es sein, dass die ersten paar Male sehr unangenehm sind, weil das Hintertürchen eigentlich nicht dafür gemacht ist. Ja? Deswegen kann es am Anfang unangenehm sein. Deswegen heißt hier ganz klar, kommuniziert mit eurem Partner, dass er vorsichtig sein soll. Dieser Akt, ne, der ist super vertraut. Ja? Das heißt also, ihr müsst wirklich Vertrauen zu demjenigen haben, mit dem ihr das macht. Das ist nicht einfach mal so, komm, lass mal random das machen. Nein, da gehört Vertrauen dazu. Derjenige muss vorsichtig sein und auf euch achten. Wie eben schon erwähnt, ist der Anus eigentlich nicht dafür gemacht. Denn die ringförmige Muskulatur des Anus ist eigentlich dafür gemacht, um Dinge rauszulassen und eigentlich nicht reinzulassen. Anders wie beim normalen Geschlechtsverkehr müsst ihr hier ein paar Vorkehrungen treffen. Also man kann das nicht einfach mal so ganz spontan machen. Nein, und welche Vorbereitungen das sind, das sage ich euch jetzt. Ihr solltet auf jeden Fall vor diesem Akt auf die Toilette gehen. Also es schwirrt ja dieser Mythos rum mit dem Stuhlgang. Und jetzt mal kurz zur Erklärung. Der letzte Darmabschnitt vor dem Anus ist der Enddarm. Und der Enddarm ist 20 cm lang. Da gelangt aber der Stuhl wirklich nur kurz vor der Entleerung hin. Also wenn du noch keinen Stuhlgang verspürst, dann versteckt der sich noch in den guten 8 Metern des Darmes. Aber natürlich, um so die Sorgen und das Kopfkino ein bisschen auszuschalten, geht auf die Toilette. Außerdem ist es wichtig, davor zu duschen. Generell ist die Hygiene wichtig. Man kann zum Beispiel auch extra für dort hinten eine Popodusche verwenden und den Enddarm noch mit warmem Wasser durchspülen. Macht nichts, was irgendwie euch verletzen könnte. Was ganz, ganz wichtig ist, Leute, wenn ihr das habt, ihr braucht Gleitgel. Ohne Gleitgel geht nichts. Ich meine, wenn man normal Geschlechtsverkehr hat, dann entwickelt ja die Frau sozusagen eigenes Gleitgel. Und das ist aber bei dieser Art von Geschlechtsverkehr nicht der Fall. Deswegen müsst ihr Gleitgel benutzen. Das ist natürlich dann auch für euch angenehmer. Bitte verwendet keine Öle oder Bodylotion, weil das kann die empfindliche Darmschleimhaut reizen. Und ganz wichtig, nie ohne Kondom. Macht bitte sowas nie ohne Kondom. Auch wenn man bei dieser Art von Geschlechtsverkehr nicht schwanger werden kann, aber bei dieser Art von Geschlechtsverkehr kommen ganz schnell kleine Mikroverletzungen zustande, die man so auf Anhieb gar nicht spürt, wodurch aber das Risiko einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten besteht. Deswegen bitte mit Kondom und wenn ihr auch normalen Geschlechtsverkehr habt, wechselt das Kondom, ja? Nicht das gleiche Kondom von hinten nach vorne nehmen. Falls ihr euch mit eurem Partner dazu entscheidet, diese Art zu machen, dann kann man natürlich das auch so ein bisschen vorbereiten. Und zwar, dass man sich verschiedene kleine Hilfsmittelchen holt. Die gibt es im Internet und man dann sozusagen ja, das Hintertürchen vorbereitet. Und das natürlich so ein bisschen dehnt, damit es dann nicht mehr unangenehm oder so unangenehm ist. Bitte geht vorsichtig und langsam
an diese Sache, wenn ihr das machen wollt. Und ja, Leute, das war schon mein Video. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen geholfen. Falls ja, gebt den ganzen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne eure Videowünsche in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!